Mein Name ist Dirk Ringel von der Firma Ringel Malermeister, mittlerweile 15 Jahre am Standort Rübke, mittlerweile mit 17 Mitarbeitern. Stand der Firma war 2001 der Beginn eines Malereibetriebes, Meisterbetrieb mit Schwerpunkt Maler- und Bodenbelagsarbeiten und Fassadengestaltung. Mittlerweile ist das gewachsen, das heißt also letztendlich haben wir hier Leute ausgebildet, Mitarbeiter, Auszubildende, die nachher ins Gesellenverhältnis übernommen und damit den Betrieb immer weiter ausgebaut. Das heißt also letztendlich das Personal selber ausgebildet und auftragsorientiert, was draußen jetzt auch ist. Schwerpunktmäßig ist es dann gewachsen im Neubausektor mit namhaften Bauträgern und auch in dem Bereich Privatkundschaft. Im Alten Land, Finkenwerder, Neuenfelde, Kranz, Neurumsdorf, Neugraben, Buxtehude, sodass wir auch im Umkreisen bekannt sind. Ich war zuerst noch Maler und Lackierermeister, also Autolackierermeister und Malermeister. Habe dann nach ca. 5 Jahren das so gemacht, dass ich angeschrieben worden bin und habe mir das angehört. Ich zum Gutachter für Maler und Lackierarbeiten habe die Ausbildung dann vollzogen, im Betriebsablauf noch mit zunehmend her. War dann dort als Gutachter freier tätig. Danach hin ist es weitergegangen als Energieberater im Malerhandwerk. Dann über einen Sachverständigenverband habe ich den erweiterten Kurs der Schimmelsachkunde dran gehängt, wie ich dann nachher auch vom Maler- und Lackiererverband die Schimmelsachkunde draufgehängt habe. Dann gab es einen weiteren Gang, dass irgendwann noch mehr Hunger dort wurde und dass auch viele Fragen aufgekommen sind und habe dann die Ausbildung gemacht vom TÜV Rheinland zum Gutachter für Schäden am Gebäude. So dass wir letztendlich von allen Seiten gucken können. In Kleinhove, wie zum Beispiel bei Familie Augustin, was auch im NDR gezeigt worden ist, das ist ein 300 Jahre altes Haus, das nach alten Kriterien aufgebaut worden ist und wo auch nach einer Denkmalschutzbehörde dieses so ausgearbeitet worden ist, wie es sein muss. Denn die wollen ja auch eine individuelle Lösung haben und auch man soll auch dann mit Sachverständigen und ja, Architekten zusammenarbeiten und man soll dann auch von der Denkmalbehörde letztendlich das, was dort vorgeschlagen wird, auch wirklich umsetzen, 1:1. Wichtig ist aber auch, dass die Mitarbeiter dafür ausgebildet sind und wissen, was sie da machen und mit den Materialien arbeiten können. Das heißt also auch, dass sie fortlaufend zu Weiterbildung gehen und wo sie auch einzeln ausgebildet werden. Wie wir zum Beispiel auch hier haben, die speziell auf Schimmel ausgebildet sind oder TÜV-zertifizierte Innenraumdämmer. Und wir haben also mit großen Lieferanten auch zu tun, wo wir also wirklich das garantieren können, dass das Material zeitnah da ist. Was ich ganz wichtig finde, wenn ein Kunde sich schon sowas aussucht, dann sollte er auch die Chance haben, dass es pünktlich und ordentlich da ankommt. Ja, ich denke, man soll die Augen nicht verschließen vor dem, was wir vor der Tür haben. Wir haben vieles vor der Tür, wo man hier nicht hingucken möchte. Aber letztendlich jeder mal bei sich gucken muss, wo kommt er her? Was ist ihnen schon geholfen worden und was kann ich selber auch mal geben? Man kann nicht immer nur nehmen, man muss auch mal helfen. Das heißt also die Hand auch strecken und mal die Ohren zuhören. Wir haben aktuell gerade eine Auszubildende von A&A in Stade und die hat es schwer gehabt, irgendwo einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Da muss ich zu sagen, das Mädchen ist also wirklich sehr aufgeschlossen, sitzt also in den Zensuren irgendwo zwischen 2 und 3 mittlerweile, hat ihre Berichte alle pünktlich da, ist eine Vorzeigeperson geworden. Wie wir auch vor Jahren schon mal einen ausgebildet haben, den keiner haben wollte, weil er nicht viel gesprochen hat. Der ist als einziger von 7 Leuten durch die Ausbildung gekommen und ist heute noch als Geselle hier tätig. Und was ich mir weiter wünschen würde, dass wir in diesem Bereich in der Ausbildung noch ein bisschen mehr machen könnten. Das bedeutet, wir sind ja schon in der Schule in der Rumsdorf vorhanden, beim Vosbet zum Beispiel oder beim Landkreis. Dann gehöre ich ja zum Landkreis Harburg in der Malerinnung, dass wir da also auch noch ein bisschen mehr machen. Weil letztendlich sind das unsere Fachleute, die wir brauchen. Also ich wünsche mir vom Betrieb her, dass er so wie er ist, weitergeführt ist, dass wir dort noch mehr Potenzial haben, dass unsere Mitarbeiter, dass das denen gut geht, den Familien ebenfalls und im weitesten Sinne letztendlich, dass uns das so gelingt, wie es jetzt ist. Ohne den Rückgrat meiner Frau könnte ich vieles nicht machen. Das ist im Leben so und das ist auch im Betrieb so. Denn es ist ja so, wenn ich nicht hier bin, ist sie hier im Betrieb und regelt alles. Und ich bin im Außenverhältnis beim Kunden, gucke mir die Sachen an, begutachte was. Und wenn ich selber nicht greifbar ist, Herr Bohn oder Herr Kurz auch noch da,
die letztendlich dann vor Ort aufmessen und Sachen sich angucken. Ich möchte mich gerne bedanken für die letzten 15 Jahre, für das entgegengebrachte Vertrauen bei meinen Mitarbeitern, bei meiner Familie, meiner Frau, meine Kinder und letztendlich ohne die das gar nicht machbar wäre, dass wir so für sie da sein können. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne bei uns oder den bekannten Nummern oder schicken Sie uns eine Mail, sodass wir auch weiter für Sie tätig sind. Dirk Ringel.